Hi, ich heiße Timon, bin 17 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Während meiner Ausbildung entwerfe ich zum Beispiel Platinen, die dann in elektronischen Geräten eingesetzt werden, die dann zum Beispiel in Windkraftanlagen oder Solaranlagen verbaut sind. Hierfür lerne ich Komponenten kennen, die ich dann herstellen kann und auch montieren und warten muss. Hierfür berechne ich, layoute ich und löte auch einige Platinen dann zusammen. Ich finde das Thema Elektronik deshalb so spannend, weil ich einfach mal wissen möchte, wie ein Tablet oder ein PC funktioniert. Ich kenne ja nun schon einige Bauarten und Bauformen, die mir zeigen, wie es möglich ist, dass so viele Funktionen auf so einer kleinen Platine untergebracht sind. Am meisten Spaß macht es mir, Schaltungen zu berechnen und zu erstellen und dann anschließend zusammenzusetzen, zu löten und dann am Ende zu prüfen und zu testen und zu gucken, ob die funktionieren. Natürlich ist die Fehlersuche ein sehr entscheidender Teil in meiner Ausbildung. Wenn wir zum Beispiel eine fehlerhafte Platine aus der Produktion bekommen oder so, dann untersuchen wir die erstmal unter dem Mikroskop, machen einige Spannungsüberprüfungen am Oszilloskop oder messen den Widerstand und die Ströme. Wenn wir dann irgendwie einen Fehler lokalisiert haben, tauschen wir das Bauteil aus oder bemessen es neu. Und wenn man das dann nach 2-3 Tagen endlich gefunden und geschafft hat, dann ist man natürlich auch ziemlich stolz darauf. Also besonders wichtig sind mir nette Kollegen und auch natürlich ein netter Chef, ein netter Ausbilder, dass ich natürlich gefördert werde, unterstützt und man hat mehr Freude am Job, hat Spaß an der Arbeit und hat natürlich auch Lust am Lernen. Also man will sich weiterentwickeln und merkt halt auch diese Unterstützung. Wenn du handwerklich geschickt bist, gute Noten in Mathe und Physik hast, räumliches Vorstellungsvermögen und technisches Interesse mitbringst, dann mach doch eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme.